Guten Tag, mein Name ist Justus Barthold, ich bin der Küchenleiter hier im Restaurant Turner Mühle und wir kochen heute den Kaninchen-Lavendelschmortopf. Als erstes erhitzen wir den Topf mit Öl, dann braten wir unser Kaninchen an, die ausgelöste Kaninchenkeule. So, jetzt haben wir unser Kaninchen kurz angebraten, geben wir etwas Tomatenmark hinzu. Und es damit etwas tomatisieren, für den Geschmack und für die Farbe. Und jetzt löschen wir mit etwas Rotwein ab. Jetzt lassen wir das Ganze etwas einreduzieren und füllen mit einer Fleischbrühe auf. Und das Ganze lassen wir jetzt ungefähr eine Viertelstunde lang köcheln. Jetzt, nachdem es eine Viertelstunde lang geköchelt hat, geben wir die Kartoffeln und die Möhrenscheiben hinzu. Und zu guter Letzt noch die Zwiebeln. Und die getrockneten Tomaten. Das Ganze lassen wir jetzt ungefähr weitere 10 Minuten köcheln, bis die Kartoffeln weich sind. Jetzt geben wir unsere Kräuter dazu, erst zum Schluss, damit sie nicht allzu bitter werden. Da hätten wir frischen Lorbeer, frischen Rosmarin, frischen Thymian und zum Schluss den Namensgeber, den Lavendel. Aber davon nicht zu viel zu nehmen, weil ansonsten wird es seifig. Im Geschmack. So, jetzt drehen wir den Herd etwas runter und lassen es jetzt ungefähr noch 5 Minuten ziehen, dass der Geschmack der Kräuter reinzieht. Zum Schluss schmecken wir noch ab mit etwas Salz und Pfeffer. Jetzt dekorieren wir noch aus mit einer frischen Malvenblüte und etwas Salbei. Und natürlich den Lavendel nicht vergessen. Fertig ist unser Kaninchen-Lavendel-Schmortopf mit Mühlenbrot. Guten Appetit! Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de